Welche Symptome treten bei einem Vitamin D-Mangel am häufigsten auf? Wer gehört zur Risikogruppe? Und wie kannst du einen Vitamin D-Mangel beheben? Ich zeige dir die Antworten, damit du einen möglichen Vitamin D-Mangel schnell erkennen und beheben kannst. Doch bevor ich starte, möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin Caro von Vital Schnabel und veröffentliche regelmäßig Videos rund um das Thema Gesundheit. Falls dir das Video gefällt, dann gib doch dem Video gerne ein Like und abonniere auch meinen Kanal, falls du dies noch nicht getan hast. Wenn du dann zusätzlich noch auf die Glocke klickst, dann wirst du jedes Mal benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online geht. Und so verpasst du nichts mehr, wenn es um das Thema "So geht Gesundheit" geht. Du fühlst dich häufig müde, hast ständig Erkältungen, Haarausfall oder Depressionen? Der Grund dafür könnte ein Vitamin D-Mangel sein. Leistungsschwäche, Müdigkeit, Infektanfälligkeit und Reizbarkeit sind nur einige der Beschwerden, die auftreten können, wenn dein Körper an Vitamin D-Mangel leidet. Auch Muskelprobleme, Kreislaufstörungen, Konzentrationsschwächen, Schwindel, Kopfschmerzen und sogar Rachitis oder Osteoporose sind weitere Symptome. Schließlich ist das Vitamin D an vielen Stoffwechselprozessen beteiligt und hat so eine große Bedeutung für unsere Gesundheit, positiv oder negativ. Du siehst, die Folgen eines Vitamin D-Mangels sind sehr breit gefächert. Wenn du Vegetarier oder älter als 65 Jahre alt bist, du kaum Sonne tankst oder an Leber-, Nieren- oder Schilddrüsenproblemen leidest, dann gehörst du zu der Vitamin D-Risikogruppe und bist somit anfälliger für eine Mangelerscheinung. Auch können regelmäßiger Alkoholkonsum, bestimmte Medikamente wie Magensäurepuffer und Abführmittel, Magersucht und Schwangerschaften das Risiko für einen Vitamin D-Mangel erhöhen. Es lohnt sich auf jeden Fall, deinen Vitamin D-Spiegel am besten ein- bis zweimal jährlich kontrollieren zu lassen. Falls dein Arzt einen Vitamin D-Mangel feststellt, kannst du bewusst täglich 10 bis 15 Minuten Sonne tanken. Wenn das nicht möglich ist, kannst du Vitamin D-Präparate einnehmen. Die problemlose Obergrenze für eine dauerhafte Zufuhr von Vitamin D liegt bei 400 internationalen Einheiten. Du solltest Vitamin D auf gar keinen Fall über 10 Mikrogramm pro Tag dosieren. Außer du zählst bereits zu den Senioren, oder du bist bettlägerig. Vitamin D kann auch über die Nahrung aufgenommen werden. Besonders Vitamin D-reich sind Hering, Lachs, Sardine, Rollmops, Forelle, Ei, Butter und Milch. Du siehst, für Vegetarier und Veganer ist es umso wichtiger, genug an die frische Luft zu gehen, um der Haut ausreichend Sonne zu gönnen. Es bleibt die Frage offen, wie viel Vitamin D solltest du im Blut im Minimum aufweisen, damit du keinen Vitamin D-Mangel hast? Die Deutsche Gesellschaft für Gesundheit empfiehlt über 50 Nanomol pro Liter. Wir sind schon wieder am Ende meines Videos angekommen. Ich hoffe, meine Informationen haben dir geholfen. Was tust du, um einen Vitamin D-Mangel zu verhindern? Sag es mir in den Kommentaren unten. Ich gebe mir stets größte Mühe bei der Erstellung der Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Teil es mit deinen Freunden und klicke auf Abonnieren, um weiterhin keine Vital Schnabel Ratschläge zu verpassen. Deine Caro von Vital Schnabel.